Haben wir alles. Runde haben wir auch gedreht. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Biege nach rechts ab. Wir machen uns auf den Weg nach Erfurt. Wo wir dann heute auch definitiv ankommen werden. Und dann heißt es abladen, demnächst links abbiegen, zur neuen Halle fahren, absatteln und dann gucken, was dann passiert. Biege nach links ab. Aber erstmal müssen wir da ankommen. Sagen, bin ich der Einzige hier, der heute unterwegs ist? Aber da kommt so langsam Verkehr. Hoffe ja mal, dass ich heute nicht so eine Kasperkippe dabei habe wie beim letzten Mal. Die dann doch etwas kuschelbedürftig sind. So ist brav, schön stehen bleiben. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wetten, ich stehe gerade, dann springt die Ampel um. Nee, na, fast. Das ist aber nett von dir. Gibt so früh am Morgen doch noch nette Menschen. Ab auf die Bahn, Tempomat eingeloggt und rollen lassen. Jeff kann es ja kaum erwarten, dass ich nach Erfurt komme. Der ist ja sowas von neugierig auf seinen neuen LKW. Gut, kann ich verstehen, wäre ich an seiner Stelle aber auch. Der Gute ist ja gerade im Osten unterwegs.
solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ist sehr unterhaltsam. Bitte links halten. Wenn dann die Zeit gekommen ist, dass das Büro auch besetzt ist, dann werde ich da auch mal anrufen. Mich dann auch schon mal ankündigen. Damit die da auch Bescheid wissen. Vielleicht können Sie mir dann ja am Telefon auch schon ein bisschen mehr erzählen. Und dann kann ich schon mal ein bisschen weiter planen, wie es dann am Montag wieder weitergeht. Vor allen Dingen wäre es auch schön, wenn ich dann weiß, in welche Richtung es geht. Wenn es wieder hochgeht nach Skandinavien, muss ich halt ein bisschen andere Klamotten einpacken, als wenn es irgendwie in den Süden geht. Aber das werde ich alles erfahren. Und ihr dann auch. Aber erstmal genießen wir den wunderschönen Morgen. Wie immer schön auf der Autobahn. Da vorne sitze ich schon wieder am Bremsen. Ihr beide habt aber von Sicherheitsabstand auch noch nichts gehört, oder? Das gibt teilweise echt Idioten auf der Autobahn. Und das meine ich jetzt nicht nur im Spiel. Er hat es doch relativ zeitnah hinbekommen, auf die Autobahn zu fahren. Was ist jetzt hier schon wieder los? Ich bin ja auch schon richtig neugierig auf die Halle jetzt in Erfurt. Was hältst du mal von Schalten? Dankeschön. Bist du auch schon am Wochenende, oder?
Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Der Trachtenverein. Da vorne hat es geknallt. Gut, dass wir hier lang fahren. Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt, so eine schöne Vollsperrung. Spielverderber-Schild stand da auch schon wieder. Dann halten wir uns da auch mal dran. Wie ich den Container da vorne sehe. Wenn ich daran denke, dass das auch mal mein Geschäft war. Beim Container Service Marx. Auch eine schöne Zeit, aber hier ist es jetzt doch wesentlich entspannter. Weil bei den Containern hast du dann doch öfter mal ein bisschen Zeitdruck gehabt. Weil die dann bis zu einer bestimmten Zeit am Hafen sein mussten. Bitte links halten. Dann lieber so wie jetzt hier. Klar wird es hier auch mal ein bisschen hektisch, aber nicht so schlimm. Da geht mein Handy. Hier, ich wäre da. Ah, moin. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Also, Computer sagt, in 3,5 Stunden bin ich beim Kunden. Ja genau, wenn ich dann da leer bin, dann komme ich zur Halle, stelle da den Auflieger ab. Wo soll ich den denn überhaupt hinstellen? Okay. Ja, weiß ich Bescheid, mache ich dann. Oh, mein Paket ist angekommen. Das ist natürlich hervorragend, das freut mich. Ist doch das große Lange, oder? Nö, das verrate ich nicht, was da drin ist. Untersteh dich, das machst du nicht auf. Aber wie sieht's eigentlich aus? Was steht denn als nächstes an? Ihr habt also nichts. Heißt, ich muss mir dann selbst was suchen. Ja, okay, ja, nee, dann rufe ich da gleich an. Ja, na klar komme ich ins Büro noch mal rein, wenn ich da bin.
Ja, aber ich werde dann gleich erstmal da anrufen und dann erfahre ich da ja, wie es dann weitergeht. Okay. Ja, wir sehen uns dann nachher. Jo, mache ich. Tschüss. So, das war die MBT. Das ist ja sehr schön, dass mein Paket angekommen ist. Ja, wo ich den Auflieger hinstellen soll, weiß ich jetzt auch. Dann werde ich jetzt noch mal kurz eben telefonieren. Bitte links halten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Der Sven von der MBT hier. Mir wurde gesagt, ich soll mich bei euch melden. Genau. Wie meinst du das? Dein Ernst? Muss das sein oder? Okay, es muss nicht sein. Okay, dann bin ich beruhigt. Okay. Oh, das kriege ich hin. Am Montagmorgen dann, oder? Beziehungsweise, ich würde Montagmorgen dann losfahren. Reicht das? Ja, aber alles ein bisschen blöd, wenn ich jetzt am Samstag rüberfahre. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, und dann Wochenende noch wieder erst zurück. Rechts. Okay, Montag reicht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und wo geht's hin? Oh, das klingt interessant. Das, ja, da freue ich mich drauf. Und wie kommt's jetzt eigentlich dazu? Scheiße. Aber ist jetzt nichts, was man irgendwie lösen kann? Ah, okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, dann machen wir das so. Dann mache ich mich Montagmorgen zeitig auf den Weg. Genau. Kriege ich dann auch noch eine kleine Einweisung? Okay, das klingt gut. Jo, ich melde mich dann. Alles klar. Tschüss. So, das war das Telefonat mit der East North. Um euch jetzt hier nicht dumm sterben zu lassen. Die haben halt ein Problem. Einer von den Fahrern bei denen war los, um die Module zu erneuern. Aber da gab es Probleme und die wurden nicht verlängert. Weswegen ist jetzt nichts, was euch interessiert. Auf jeden Fall fehlt denen halt jetzt ein Fahrer. Und das wird jetzt so aussehen, dass wir am Montagmorgen nach Dresden fahren, dort einen Auflieger aufsatteln und mit dem Richtung Süden fahren. Wir fahren also quasi den Umlauf von dem Fahrer.
Und die wollten erst, dass ich auch den LKW von dem Fahrer übernehme. Ich meine, es wäre jetzt nichts gewesen, wo ich gesagt hätte, nee, fahre ich nicht. Weil das wäre nämlich sogar mein alter DAF gewesen, der 106er. Aber zum einen habe ich überhaupt keine Lust, schon wieder LKW umzuräumen. Und zum anderen, sind wir mal ehrlich, wenn ich dieses moderne Fahrzeug fahre, dann möchte ich nicht unbedingt wieder in was Älteres einsteigen. Wobei es cool gewesen wäre, schon mal wieder mit dem 106er zu fahren, aber nee, wir haben es jetzt, sind jetzt so verblieben, dass ich mit dem hier fahren kann. Also mit meinem DAF. Das ist auch gut so. Weil hier habe ich schon alles eingeräumt, hier weiß ich, wo was ist. Und da jetzt erst noch wieder großartig alles umräumen, hätte ich auch keine Lust zu gehabt. Aber rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Freue mich, das wird eine interessante Geschichte. Nimm die Ausfahrt rechts. Gerade gesehen, wir haben jetzt ja auch schon die 5000 geknackt. Nicht mehr weit bis zu den 10.000. Nach wie vor macht aber wirklich jeder Tag mit dem DAF hier Riesenspaß. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das letzte Mal, wie ich hier war, da war noch die Blechhütte. Ich hab's doch gewusst. Links halten und dann links abbiegen. Auf den letzten Metern am besten noch schön die Karre kaputt fahren. Das hätte mir noch gefehlt. Links ab. Da hätten sie mir auf der anderen Seite den Unterfahrschutz noch kaputt fahren können, denn wären wenigstens die Palettenkästen fast bezahlt. Demnächst links abbiegen. Ja, holla die Waldfee. Das sieht aber mal nobel aus. Links ab. Es ist vorbei. Ja, dann einmal hier hinstellen, dann reingehen, anmelden. Und dann mal weiterschauen. Beziehungsweise dann geht's rüber. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann leer bin. Also nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. So, alles wieder schön zu. Achse ist oben. Perfekt. Dann wollen wir mal rüberfahren.
Machen wir ein bisschen die Fenster auf zum Durchlüften. So, und nun einmal Auflieger abstellen. Das passt. Dann einmal raus hier. Und dann Kurbel die Kurbel. Nicht über die Reifen stolpern. Und einmal hier wieder zu und wieder rein in die gute Stube. Fenster können wir auch lassen. Also Jeff, ich sehe hier nichts. Oh, warte, dein neuer DAF. Ich weiß nicht, was du gegen dieses schöne Gefährt hast. Aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. So, dann haben wir das auch schon mal alles geschafft. Aber liegt mein Paket hier irgendwo rum? Hier liegen so viele Pakete rum. Wäre schön, wenn meins irgendwo dabei ist. Ja, werde ich oben gleich mal fragen.
Ja, Freunde, das war's denn für heute. Wir sind endlich in Erfurt angekommen. Ich komme doch hier nach oben, oder? Ich gehe lieber außen rum. Können wir hier auch nochmal gucken, ob hier irgendwo vielleicht, wo ich irgendwas übersehen habe. Ist ja echt, dass das hier so ein Riesenklopper wird, hätte ich ja nicht gedacht. Aber über das da vorne, da freue ich mich am meisten. Schön auf den Hof tanken und dann von hier aus die Reise beginnen. Aber Freunde, mit diesem Blick auf diese wunderschöne Tür verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann auf den Weg nach Dresden machen. Bis dahin, kommentiert gerne, lasst ein Däumchen da, macht auch gerne die Glocke an, ihr kennt das Ganze. Wenn nicht, ist euch überlassen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.